Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Leiche nach Maß. Kriminalhörspiel von Horst G. Essler. Guten Morgen, Mr. Cowkeeper. Das Frühstück. Guten Morgen, Schwester. Endlich ein erfreulicher Anblick. Ham and Eggs, wie jeden Tag. Sie wissen genau, was ich meine. Es ist die Abschiedsmahlzeit. Und wer wird mir dann das Frühstück ans Bett bringen? Moment, ich richte die Rückenstütze auf. Gut so? Noch besser wäre es, Sie blieben mir so nah wie eben. Jeden Tag dasselbe mit Ihnen, Mr. Cowkeeper. Natürlich, jeden Tag beugen Sie sich über mich, um die Rückenlehne aufzurichten. Wie soll ein Mann das aushalten? Schwenken Sie lieber die Tischplatte herum, damit Sie nicht wieder so viel auszuhalten haben. So, bitte sehr. Tischplatte. Stellen Sie doch gleich das ganze Tablett drauf. Aber Mr. Cowkeeper, wir sind eine First-Class-Klinik. Da wird nicht vom Tablett gefrühstückt, oder essen Sie zu Hause vom Tablett? Zu Hause, wenn ich das wüsste. Ich habe einfach keine Vorstellung mehr davon, wie es zu Hause aussieht. Und nicht nur das. Alle Erinnerungen sind weg. Ach, das kommt schon wieder. Hoffentlich, Schwester. Es klingt unglaublich, aber ich weiß nichts von meinem Leben, was ich vorher gemacht habe. Nicht einmal meinen Namen wusste ich mehr. Aber jetzt wissen Sie ihn wieder. Ja, weil man ihn mir gesagt hat, als ich hier in dieser Klinik das Licht der Welt erblickte. Das Licht der Welt. Sie sind gut. Ja, es war, als wäre ich erst hier geboren, als wäre vorher nichts gewesen. Ganz so ist es wohl doch nicht. Sie können sprechen und lesen. Und schreiben und gehen. Ich weiß noch nicht einmal, was ich da an der Steilküste wollte. Warum habe ich mich von Mr. Scott dorthin fahren lassen? Da müssen Sie ganz schön heruntergepurzelt sein. Humpty Dumpty. And all the king's horses and all the king's men, they never could make Humpty Dumpty again. Nein. Wenn auch des Königs Leute Humpty Dumpty nicht wieder zusammenflicken konnten, Mr. Cowkeeper, Sie sind doch kein Ei. Wie Humpty Dumpty. Ich nicht, aber vielleicht mein Kopf. Interessant übrigens, dass Sie den Vers von Humpty Dumpty zitieren können. Ein Lichtblick, was? Also ist keineswegs alles weg. Sie sind sehr gut dran, Mr. Cowkeeper. Dr. Crown hat Ihnen doch gesagt... Dass es sich um eine begrenzte Amnesie handelt, ich weiß. Reduktion von Erinnerungsbildern gegenständlicher Art und Verlust konkreter Namen und Bezeichnungen. Sie unterschlagen, dass Dr. Crown von einem vorübergehenden Verlust der Erinnerung gesprochen hat. Aber wie lange, Schwester? Nehmen Sie Larry Scott, der mich jeden Tag besucht. Ich weiß mit ihm immer noch nichts anzufangen. Nicht so ungeduldig, Mr. Cowkeeper. Heute kommt Mr. Scott und holt Sie mit dem Wagen ab. Dieses Wäldchen, Mr. Scott, gehört das schon mit zum Grundstück? Gewiss, Sir. Die Straße, auf der wir fahren, führt um das Wäldchen herum, zum Haus, also zur Einfahrt. Eigentlich ist das wohl nur eine Baumgruppe. Oder sagen wir großzügig ein Hain? Gewiss, Sir, aber ausreichend, um das Haus vor den Blicken Unbefugter abzuschirmen. Unbefugter? Wie meinen, Sir? Ach, nichts weiter. Sagen Sie, Mr. Scott, Sie wissen ja von meinem Missgeschick. Ich war selbst dabei, Sir. Sie stiegen aus dem Wagen und wollten einen Blick von oben auf das Meer werfen. Ich weiß, Mr. Scott, das haben Sie mir schon erzählt und es steht ja auch alles im Krankenbericht. Ich meine nur, Sie wissen, wie es jetzt um mich steht. Das kommt sicher alles wieder in Ordnung, Mr. Cowkeeper. Ja, ich möchte aber etwas anderes wissen. Sehr persönlich, also diskret. Sir, ich bin ein englischer Butler. Verzeihung. Aber Sir... Bin ich verheiratet? Ich glaube nein, Sir. Sie haben jedenfalls nie darüber gesprochen, solange ich bei Ihnen bin. 3 Jahre, Sir. Wir sind da. Das Mädchen vorm Eingang. Das ist Lil, Sir. Lil? Das Hausmädchen, Sir. Ich bin ein schlechter Betreuer. Schon gut.
Hallo, Lil. Willkommen, Sir. Wenn es Ihnen recht ist, serviere ich hinten auf der Terrasse bei dem herrlichen Wetter. Fein, Lil. Ich habe den Sonnenschirm aufgestellt und der Liegestuhl ist auch schon draußen. Es ist gut, Lil. Nun geh an deine Arbeit. Natürlich gehe ich an meine Arbeit, Larry Scott. Seit ich den Fehler begangen habe, mich mit ihr zu verloben, macht sie Bemerkungen. Haltung, Mr. Scott. Zeigen Sie mir erst einmal das Haus. Das Telefon, Sir. Haus Cowkeeper? Ja, Moment, ich muss nachsehen, ob Mr. Cowkeeper... Wie? Ich meine, ob er Zeit für Sie hat. Er wird es wohl selbst am besten wissen, Mr. Sir, wenn Sie bitte den Hörer nehmen wollen, ein Mr. Gunby. Gunby? Er sagt, Sie hätten auf jeden Fall Zeit für ihn. Ich kenne keinen Gunby. Aber wen kenne ich überhaupt? Geben Sie her. Hallo, Mr. Gunby. Sind Sie es, Mr. Cowkeeper? Ja, ich höre. Wir wissen, dass Sie wieder zu Hause sind. Erstaunlich. Wer ist wir? Die Firma. Ah, die Firma. Wissen Sie, wo Saab 1 liegt? Och, das weiß doch jedes Kind. Passen Sie auf, ich beschreibe es Ihnen. Sind Sie wahnsinnig, doch nicht am Telefon! Mr. Scott? Sir? Das war ein seltsames Gespräch. Wissen Sie, wo Saab 1 liegt? Saab 1? Was soll das sein? Keine Ahnung. Mr. Scott, wovon lebe ich eigentlich? Habe ich Aktien, Mietshäuser, Ländereien? Oder bin ich ein Gangster, mache ich dunkle Geschäfte? Aber, Sir... Ich wohne in einem respektablen Landhaus. Da ist der Park, das Wäldchen, ein Butler, ein Hausmädchen. Ich muss sagen, ich komme mir ganz schön wohlhabend vor. Wovon das alles? Ich denke mir, dass es die monatlichen Überweisungen sind. Auf Ihr Konto, Sir. Aber woher kommen die Überweisungen? Nichts gegen Überweisungen. Aber für gewöhnlich hat man dann ja wohl irgendwelchen Verpflichtungen nachzukommen. Das sage ich nicht etwa, weil ich vielleicht moralische Bedenken hätte, Geld ohne Gegenleistung anzunehmen. Es ist mir eine Frage der Vorsicht. Ja? Ah, Mr. Scott. Verzeihung, Sir. Mr. Gunby wünscht, Sie zu sprechen, ohne Karte. Gunby? Dieser merkwürdige Anrufer? Vermutlich, Sir. Es ist noch ein anderer Herr bei ihm. Sie kennen mich, Mr. Cowkeeper, und das hier ist mein Bruder. Nennen Sie ihn Gunby 2. Aber, meine Herren... Sagen Sie dem Butler, er soll verschwinden, Mr. Verzeihung, Mr. Cowkeeper. Gunby 2 ist immer ein bisschen direkt. Ich verstehe schon. Mr. Scott, ich läute, wenn ich Sie brauche. Sehr wohl, Sir. Was machen Sie hier in England, Mr. Cowkeeper? Sie hätten längst in Saab 1 sein müssen. Wieso sind Sie von Bahrain aus wieder zurückgeflogen, kurz vorm Ziel? Oh, lalalala, meine Herren. Jetzt hast du ihn erschreckt, zwei. Mr. Cowkeeper, wir wollten nur wissen, ob Sie es vielleicht mit dem Blinddarm hatten, dass Sie so schnell in die Klinik mussten. Oder gab es einen anderen Grund? Aber es ist doch ganz klar, Mr. dass... Mr. Cowkeeper, glauben Sie nicht, dass es uns an Verständnis dafür fehlt, wenn Ihnen mal nicht so recht danach zumute ist, mit Saab 1 in Verbindung zu treten? Jeder macht mal so eine Phase durch, man ist nicht jeden Tag ein Held. Doch die Geschäfte gehen weiter und werden mit jedem Tag dringender. Die Firma lässt Ihnen doch großzügig Spielraum für schöpferische Initiative. Aber wie wollen Sie von hier aus Ihren Auftrag erledigen? Oder was meinen Sie? Liegen die Ölinteressen der USA am Persischen Golf oder bei den britischen Bohrinseln in der Nordsee? Das bedarf wohl keiner Erörterung. Zumal ich ja, wie Sie selbst sagen, in Bahrain war. Und wieder umgekehrt sind. Meinen Sie, die Firma beobachtet nicht Ihre Schritte? Ich werde meine Gründe gehabt haben, umzukehren. Und unterzutauchen. Gut, und unterzutauchen. Von wegen untertauchen, Mister. Die andere Seite schläft nicht. Die wissen so gut wie wir, wo du steckst. Schon möglich. Oder haben Sie etwas Verdächtiges bemerkt, Mister? Na, nicht direkt. Aber doch wiederum einiges, wo man sagt... Aha. Aha. Warum haben Sie uns nicht gewarnt, Mr. Cowkeeper? Wie denn? Etwa am Telefon? Sie wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Was soll dieses Misstrauen? Ich bin eben aus der Klinik heraus. Doch wer kommt gleich angeklingelt? Ihr, zwei Mann hoch. Misstrauen gehört nun mal zum Geschäft. Richtig. Und darum werde ich entscheiden, wie ich an die Sache herangehe. Ich ganz allein. Denn es ist mein Fell, mit dem ich über den Zaun klettern muss. Aber klettern Sie bald, Cowkeeper. Die Firma hat nicht unendlich viel Zeit. Dafür werden wir schließlich alle bezahlt, unser Fell zum Markte zu tragen. Und wenn ich mich so umsehe,
sitzen Sie nicht schlecht in der Wolle, Mister. Lass das. Dafür ist der Ölspezialist. Öl ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Mr. Cowkeeper zu treffen, wenn es die Firma anordnet. Und ich treffe. Sie haben gerufen, Sir? Ja, Mr. Scott. Die beiden Brüder Gunby, die eben hier waren, ich glaube, es ist mir gelungen, mich etwas auf sie einzustellen. Nur, Mr. Scott, Sie müssen mir jetzt sagen, was vorgeht. Sind Sie sicher, dass ich Benjamin Cowkeeper bin? Aber, Sir... Vertrauen gegen Vertrauen, Mr. Scott. Was sind das für Geschäfte, mit denen ich es zu tun habe? Ich habe das Gefühl, es kommt da etwas Bedrohliches auf mich zu. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie... Wie soll ich sagen? Ich meine... Sollte Ihnen wirklich entfallen sein, dass Sie seit Jahren mit den Ölländern in der Golfregion zu tun haben? Aber in welcher Eigenschaft bin ich Agent für Erdölgeschäfte? Sie sind Agent der CIA, Sir. Das Geschäft besteht da verständlicherweise nicht im Handel mit Erdöl, sondern in der Sicherung des Erdöls für die amerikanischen Interessen. Sie wissen, dass das nicht nur eine Frage von Import und Export ist, Sir. Dann sind die Gunbys also auch. So etwas Ähnliches habe ich geahnt. Dann ist es ja ganz schön schlimm, wenn ich nicht genau weiß, was da gespielt wird. Schlimmer, als ich dachte. Sieh mal, was da für Besuch kommt, Larry Scott. Ich sehe es. Eine Lady. Jetzt weißt du, was ich unter einer Lady verstehe. Figur, Frisur und Dior. Die wischt den Staub nicht selber von der Kaminuhr. Gehst du nicht öffnen, Larry Scott? Man öffnet nicht beim ersten Läuten. Ah, der Butler. Sie sind neu. Vor 5 Jahren waren Sie noch nicht hier. Das ist richtig, Madame. Wen darf ich melden? Cowkeeper aus Los Angeles. Wie? Ja, Cowkeeper. Mabel Cowkeeper. Ich bin die Schwägerin von Mr. Cowkeeper, die Frau seines verstorbenen Bruders. Und wie heißen Sie? Scott, Madame, Larry Scott. Ah. Einen Moment Geduld, bitte. Mabel Cowkeeper? Ja, Sir, aus Los Angeles. Na fein. Was mache ich jetzt? Sieht sie gut aus? Apart, Sir. Kann ich da sagen, dass ich mich nicht erinnere? Kann ich doch nicht, was? Hallo, Benjamin. Hallo, Mabel. Sie können gehen, Mr. Scott. Sehr wohl, Sir. Lass dich umarmen, Schwager. Welch eine Überraschung. Keiner ahnt etwas Böses, da tauche ich auf. Küsst du mich nicht? Nur widerwillig. Oh, komm her, du Scheusal, du hast dich nicht im geringsten verändert. Vermutlich hast du dich auch nicht verändert. Vermutlich? Ach so, du erinnerst dich nicht mehr. Ich werde dir auf die Sprünge helfen. Erinnerst du dich jetzt? Ich weiß nicht. Hast du damals auch so geräuschvoll geküsst? Vor 5 Jahren hast du das nicht gesagt. Was habe ich denn gesagt? Gar nichts. Nur deine Hände haben geflüstert. Und was haben sie geflüstert? Was nur Hände flüstern können. So wie jetzt. Lil hat die Sachen von Milady ausgepackt, Sir. Das Zimmer ist gerichtet. Haben die Herrschaften noch Wünsche? Ich glaube nicht, Mr. Scott. Danke. Vielleicht kann Mr. Scott doch noch die Tür zur Veranda schließen? Ich glaube, das Licht lockt die Mücken an. Bitte, Mr. Scott, wenn Sie noch dem Wunsch der Lady nachkommen wollen. Sehr wohl, Sir. Es ist zwar schade um die würzige Nachtluft, aber ja, die Mücken. Die Terrassentür klemmt wieder einmal. Terrassentüren klemmen immer. Sie können sich dann zurückziehen, Mr. Scott. Sir, das Feuer im Kamin. Ich kümmere mich darum. Feuer im Kamin zu dieser Jahreszeit soll nicht das Zimmer, sondern die Herzen erwärmen. Ein Atavismus aus dem Höhlenzeitalter. Wie prosaisch. Im Gegenteil. Ein Stimmungsfaktor. Mhm. Gute Nacht, Mr. Scott. Gute Nacht, die Herrschaften. Ich würde dann mit Lil in die Stadt fahren, Sir, wie Sie mir erlaubt haben. Natürlich. Bis morgen früh, Mr. Scott. Er ist noch recht jung, denn Mr. Scott.
Ich habe mir eure englischen Butler immer gesetzter vorgestellt. Oh, ich finde ihn erschreckend gesetzt. Vielleicht sollte ich sagen, dass ich ein gesetzteres Alter meinte. Akzeptiert. Trinken wir einen Schluck Mebel. Auf deine Ankunft. Auf deine Anwesenheit. Auf schöne Tage im Hause Cowkeeper. Danke, Ben. Auf dein Wohl. Mein Wohl ist deine Nähe. Oh, wie du lügst. 5 Jahre war ich nicht in deiner Nähe. Was war in dieser Zeit mit deinem Wohl? Fern war es. Fern. An den Gestaden des Pazifischen Ozeans. So hast du früher nie getönt. Wirst du älter? Werden wir jünger? Leist die Schöne, die jeden bezauberte Schwand mit den Jahren. Leider weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Aber der Schluss, hör zu. Ich, die Leis, ja, ich kenne mich selber nicht mehr. Benjamin, woher hast du das? Ein alter Grieche. Secundus von Tarent. Aber wieso kennst du ihn? Ich weiß nicht mehr. Vorher kennt man irgendetwas. Kennst du Humpty Dumpty? Humpty Dumpty? Ein Rätselgedicht. Humpty Dumpty sat on the wall. Nein, das kenne ich nicht. Humpty Dumpty saß auf dem Wall. Humpty Dumpty tat einen Fall. Von all des Königs Männern mit all seinen Pferden konnte Humpty Dumpty nicht ganz gemacht werden. Die Frage, wer ist Humpty Dumpty? Die Antwort, ein Ei. Wieso weißt du das nicht? Jedes Kind in England weiß das. Vielleicht, weil ich kein englisches Kind bin. Oh, ihr Amerikaner. Haben dir deine Eltern so etwas nicht beigebracht? Ich bin doch keine Amerikanerin. Nur auf dem Papier. Seitdem ich deinen Bruder von Mexiko mit nach Los Angeles nahm. Die Contoratis stammen aus Spanien. Und deine blauen Augen? Sicher das Andenken eines Vandalen oder Westgurten, der in unsere Familie mitgemischt hat. Die Contoratis haben alle dunkles Haar und blaue Augen. Es leben die Vandalen. Weißt du, dass in Humpty Dumpty eigentlich ein tieferer Sinn liegt? Ach. Das Ei ist das Symbol für das Leben. Nur vordergründig geht es um das zerbrochene Ei. Dahinter steckt die Einmaligkeit des Individuums. Ja, noch mehr. Die Einmaligkeit des Lebens auf unserer Erde. Und unser Globus, das große Ei. Wenn wir seine Schale erst einmal vermahlen haben, dann gibt es keine neue mehr. Und wir mahlen immer kräftiger darauf los. Da haben mich 2 Leute aus der Ölbranche besucht. Amerikaner. Die Amerikaner können es gar nicht abwarten, das Öl am Persischen Golf aufzusaugen wie ein Vampir, der schon längst zu Staub zerfallen wäre, wenn er sich nicht von fremdem Blut ernährte. Weißt du, was passieren würde, wenn jetzt die Entwicklungsländer plötzlich auch so viel Energie pro Kopf verbrauchen wie die Nordamerikaner? Dann gäbe es in 4 Jahren keine fossilen Energieträger mehr auf der Welt. Jedenfalls, soweit heute die Vorräte bekannt sind. Kein Erdöl, kein Erdgas, keine Kohle mehr in 4 Jahren. Was dich so beschäftigt? Bist du unter die Weltverbesserer gegangen? Ich weiß nicht. Aber so sagte heute Mr. Scott, man ist ja nicht ohne Gedanken. Oh je. Und dabei denke ich nicht einmal daran, ein Scheit Holz aufs Feuer zu legen. Ben! Oh, Mr. Scott! Guten Morgen, Madame. Ich dachte nicht, dass Sie so früh... Ist etwas passiert, Madame? Ist Mr. Cowkeeper auch schon unten? Er wird nie mehr. Ach, Mr. Scott, es ist etwas Furchtbares passiert. Was, Madame? Gestern Abend, kurz nachdem Sie weg waren, es wurde von draußen geschossen. Durch die Scheibe der Terrassentür 2 Schüsse auf Mr. Cowkeeper. Auf Mr. Cowkeeper? Ja. Mein Gott, nicht zu fassen. Während wir in der Stadt waren, das ist doch schrecklich. Die Polizei hat das Kaminzimmer versiegelt wegen der Spuren. Der Inspektor und sein Assistent werden sicher bald wieder eintreffen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Diese Schüsse. Warum nur? Können Sie sich das erklären, Mr. Scott? Nicht im Mindesten, Madame. Da komme ich nach so langer Zeit hierher, um ihn wiederzusehen und mit ihm zusammen. Und nun muss ich sein Erbe antreten. Sein Erbe? Ja, leider. Er hat keine anderen Verwandten. Sein Bruder ist tot und nun bin ich nach dem Gesetz als dessen Frau... Da sollten Sie sich keine Gedanken machen, Madame.
Denn Mr. Cowkeeper hat ein notariell beglaubigtes Testament aufgesetzt, das er mir in Verwahrung gab. Er muss wohl mit unvorhergesehenen Zwischenfällen gerechnet haben. Jedenfalls, so traurig es ist, sein letzter Wille besagt, dass der ganze Besitz nach seinem Tode an mich übergeht, für treue Dienste. Ach, es gibt ein Testament? Ja. Mr. Cowkeeper hat zuweilen etwas gefährlich gelebt, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Die Schüsse heute Nacht lassen daran wohl kaum einen Zweifel, Mr. Scott. Es läutet. Das wird Inspektor Babel sein. Er wollte unbedingt noch mit Ihnen sprechen. Jawohl, Inspektor. Von Litz Verwandten fuhren wir dann heute früh zurück. Mr. Cowkeeper nahm das erste Frühstück immer um 8 Uhr, wenn er zu Hause war. Mich interessiert die Zeitspanne unmittelbar, nachdem Sie gestern Abend die Herrschaften im Kaminzimmer verlassen haben. Die Schüsse fielen etwa 5 Minuten danach. Wir müssen gerade aus dem Haus gewesen sein, Lil und ich. Jedenfalls haben wir nichts gehört. Lil war schon ausgefertigt, als ich das Kaminzimmer verließ. Ich brauchte auch nur die Weste gegen ein Jackett zu vertauschen. Und natürlich ist das Mädchen Lil Zeuge dafür, dass Sie gleich mit ihr abgefahren sind. Ohne noch einmal um das Haus herumzugehen. Ich meine, zur Terrasse hin. Dafür gab es keine Veranlassung. Mr. Cowkeeper hatte mir gestattet, für den Abend den Wagen zu benutzen. Der stand gleich neben dem Eingang. Trugen Sie diese Schuhe? Ja, ich habe sie heute Morgen noch nicht gewechselt. Die Zeit war etwas knapp. Sonst trage ich im Haus andere. Ich verstehe, ja. Welche Schuhgröße? 28, Sir. Sergeant Brown, vergleichen Sie bitte den Schuhabdruck, den wir draußen gefunden haben. Ah ja, ist Sir. Aber Sir, ich bin natürlich häufig draußen. Außerhalb des Weges? Auf dem Blumenbeet vor der Terrasse? Der grobe Kies auf dem Weg knirscht bei jedem Schritt. Der Täter zog es deshalb vor, sich auf dem weichen Boden lautlos an die Terrasse heranzupirschen. Mr. Scott, wenn Sie bitte ein wenig den Fuß anheben wollen. Danke. Nein, Sir, sehen Sie selbst. Die Form der Sohle und das Profilmuster stimmen nicht überein. Nur die Schuhgröße. Aber Sie denken doch nicht etwa... Ich denke nur, dass der Täter die Schuhe, die er während der Tat trug, auch beseitigt haben kann. Sagen Sie, Mr. Scott... Kürzlich hatte doch Mr. Cowkeeper einen Unfall. Bedauerlicherweise, Sir. Er stürzte von der Steilküste herunter. Oder wurde gestürzt. Ich verstehe nicht. Warum haben Sie ihn nicht gleich dort umgebracht, als er bewusstlos war? Aber, Sir, das geht zu weit. Dachten Sie, er wäre bereits tot? Oder kamen Leute dazu, bevor Sie hinunterklettern konnten? Nichts dergleichen, Sir. Wie können Sie überhaupt so etwas äußern? Dafür haben Sie auch keinerlei Beweise. Sergeant Brown, führen Sie den Zeugen aus dem Nebenzimmer heran. Ah, ja, Sir. Wir haben einen Zeugen mitgebracht. Im Wagen. Sie kennen den Herrn, ja. Hello, Mr. Scott. Oh, Mr. Cowkeeper. Das ist nicht Mr. Cowkeeper. Aber doch, Inspektor. Sie irren sich. Das ist Mr. Grissom. Verzerrung, Dr. Grissom. Grissom. Grissom kenne ich nicht. Aber, Mr. Scott, als ich mit der Maschine aus Bahrain gelandet war, traten Sie an mich heran und fragten, ob ich Dr. Grissom sei. Sie wussten, dass ich nach England kam, um auf Castle Stone Quarry an einem Symposium über antike Kolonisation im persischen Raum teilzunehmen. Sie gaben sich als Fahrer von Lord Stone Quarry aus, der den Auftrag hatte, mich nach Castle Stone Quarry zu bringen, was mir natürlich sehr schmeichelte. Der Lord ist ein hervorragender Kenner der griechischen Antike. Aber Sie kamen nie auf Stone Quarry an. Nein, Inspektor. Irgendwo an der Küste brauchte Mr. Scott eine Pause. Wir stiegen aus und blickten auf das Meer hinaus. Und plötzlich gab er mir von hinten einen Stoß. Ich stürzte und dann, als ich die Augen öffnete, lag ich in einer Klinik. Unter dem Namen Cowkeeper. Eine fantastische Story. Fragen Sie in der Klinik nach, Inspektor. Dort wird man Ihnen sicher bestätigen, dass mit seinem Kopf etwas nicht in Ordnung ist. Nicht in Ordnung war, Mr. Scott. Aber die Schüsse auf ihn lösten eine sehr positive Schockwirkung aus. Seitdem weiß er wieder, wer er wirklich ist. Wir haben die Sache bereits überprüft. Mir fehlen die Worte, Inspektor. Die Fingerabdrücke von Mr. Cowkeeper, dem richtigen Benjamin Cowkeeper, befinden sich nämlich in der daktyloskopischen Kartei, weil er vor Jahren mal in eine Angelegenheit verwickelt war, die nie aufgeklärt werden konnte. Damals wurden seine Fingerabdrücke überprüft und die stimmen überhaupt nicht mit denen von Dr. Grissom überein. Aber
Die Fotografien der beiden weisen eine frappierende Ähnlichkeit auf. Das heißt, der eine war des anderen, der ist des anderen Doppelgänger. Was für eine Konstruktion. Fakten, Mr. Scott. Benjamin Cowkeeper ist Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes, das wissen wir. Vermutlich hat er vor, von der Bildfläche zu verschwinden, sei es, um einen Auftrag besser erledigen zu können oder um sich aus dem Geschäft ins Privatleben zurückzuziehen, gleich viel. In diesen Kreisen gibt es nur eine Möglichkeit, schadlos auszusteigen. Man muss seine eigene Leiche vorweisen können. Daran hatte jedoch Benjamin Cowkeeper aus verständlichen Gründen kein Vergnügen. Aber er wusste, kein Geheimdienst glaubt an einen Toten, wenn er nicht dessen Leiche sieht. Deshalb suchte und fand Cowkeeper einen Doppelgänger, Dr. Grissom, der von Bahrain nach England zurückflog. Besser konnte es gar nicht laufen, denn Mr. Cowkeeper hatte mit Ölangelegenheiten am Persischen Golf zu tun. Jetzt brauchte er den interessierten Leuten nur noch die Information zuzuspielen, dass Mr. Cowkeeper in Bahrain als Dr. Grissom auftrete. Und die wunderten sich natürlich sehr, dass er von Bahrain wieder zurückflog nach England, wo er von seinem Vertrauten, also von Ihnen, Mr. Scott, vom Flughafen abgeholt wurde. Es fällt mir schwer, Ihnen zu folgen, Inspektor. Ja. Doch dann ging Ihr Versuch, aus Dr. Grissom die Leiche Cowkeeper zu machen, schief. Allerdings nicht ganz. Es gelang Ihnen nämlich, Dr. Grissom die Cowkeeper-Papiere unterzuschieben. Und nun brauchten Sie nur noch zu warten, bis gewissen Leuten klar wurde, welches Sicherheitsrisiko dieser Mr. Cowkeeper für Sie bedeutete. Wie Sie aussagten, Dr. Grissom, tauchten ja dann auch bald die Brüder Gambi auf. So war es, Inspektor. Gut. Es muss jedoch etwas dazwischen gekommen sein, Mr. Scott. Etwas, was Sie zwang, selbst zur Waffe zu greifen. Nun, Mr. Scott? Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden, Sir. Sergeant Brown, rufen Sie Mrs. Cowkeeper. Aye, Sir. Bitte, Madam. Danke. Mrs. Cowkeeper, könnte man Ihr Verhältnis zu Ihrem Schwager Benjamin als intim bezeichnen? Allerdings. Folglich war auch Ihr Verhältnis zu Dr. Grissom intim. Aber ja, ich habe ihn für meinen Schwager gehalten, mit dem ich mehr verband als ein Verwandtschaftsverhältnis. Dieser Umstand entging Mr. Scott nicht? Bestimmt nicht. Gut. Was geschah gestern Nachmittag? Wir unternahmen einen Trip in die Umgebung. Mr. Cowkeeper und, ich meine Dr. Grissom und ich. Wir kamen an einen Waldsee, es war sehr warm und wir hatten Lust zu baden. Und? Wir hatten keine Badeanzüge mit. Also badeten Sie nicht? Doch, wir badeten. Dabei stellte ich fest, dass dieser Herr nicht Benjamin Cowkeeper sein kann. Woran hast du das gemerkt? Dir fehlt eine Narbe, mein Lieber. Die Narbe von einer Blinddarmoperation. Die Narbe, Mr. Scott. Sie befürchteten zu Recht, dass Mrs. Cowkeeper den kleinen Unterschied entdecken könnte. Das musste verhindert werden. Also handelten sie. Aber glücklicherweise verfehlten sie ihr Ziel. Die Gambis haben geschossen, nicht ich. Mr. Scott, Sie können jetzt zwischen zwei Varianten wählen. Ich verhafte Sie, weil Sie zwei Mordversuche begangen haben, aber noch keinen Mord, was mildernde Umstände bedeutet. Und die zweite Variante? Ich verhafte Sie nicht und überlasse es den Brüdern Gambi, Sie als Sicherheitsrisiko zu betrachten. Nein, um Gottes Willen, nein! Na sehen Sie, ein Geständnis wäre schon das Beste. Ich habe geschossen, Inspektor. Benjamin Cowkeeper ist untergetaucht irgendwo am Persischen Golf und Dr. Grissom sollte seine Leiche werden. Und Ihr Lohn dafür war die Erbschaft, dieses Besitztum. So materiell würde ich das nicht sehen, Madam. Inspektor, vielleicht lässt es sich vermeiden, mir Handschellen anzulegen? Nur eine Hälfte, Mr. Scott. Die andere nimmt Sergeant Brown. Sergeant? Aye, Sir. Kommen Sie, Mr. Scott. Tja, das war's dann. Madam? Doktor? Leben Sie wohl, Inspektor. Und vielen Dank. Und nun, Doktor? Erik heißt du also. Sag einfach Rick. Was lachst du?
Ich bin so froh, Rick, dass du noch deinen Blindarm hast. Das war ein Kriminalhörspiel von Horst G. Essler, Leiche nach Maß. Dramaturg Ludwig Achtel. Es sprachen Detlef Heinze, Hans-Jörn Weber, Barbara Trommer, Manfred Zetsche und andere. Schnitt Manuela Dziewulski.